So, und damit dann auch wieder zurück und willkommen hier im Tristan. Naja, Postapokalypse passt nicht so wirklich. Ist keine richtige Apokalypse, es ist eine Seuche, die ausgebrochen ist. Auf jeden Fall, erstmal willkommen zurück. Und was war das für eine komische Präsentation? Und wie hat es doch all meine Befürchtungen und Ängste bestätigt, dass Wildlands nichts anderes ist als ein, ja, Division mit anderem Setting. Ja, ist wirklich so. Es ist vom Gameplay her, vom Handling her, eigentlich 1:1 das, was man hier hat. Klar, ein bisschen mehr Teamplay. Ah, so Teamplay hast du hier auch. Haben wir ja gesehen beim letzten Mal, ne? Dass man hier auch Teamplay haben kann und dass man halt mit Fahrzeugen benutzt, halt durch die Gegend hotten kann und auf verschiedene Arten und Weisen die Ziele erledigen kann, wobei man gesehen hat, dass die sich selbst, als dann das Feuergefecht losging, sich mehr oder weniger durch die Gegend schnetzeln konnten, als wäre es nichts und laut Aufzeichnungen irgendwie das Ganze doch so wirkte, als ob es ganz eindeutig auf Action ausgelegt ist. So, jetzt gucken wir mal. Es hieß ja angeblich, es gebe da Sachen. Und zwar, dann wird es wahrscheinlich immer auf Quetsche liegen, und zwar diese verschiedenen Skins. Aber wahrscheinlich ist das nur für bestimmte Leute. Ne, auf jeden Fall für mich pure Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt noch ansatzweise ein gutes Wort an Ubisoft finden soll. Nachdem man die Ghost Recon-Reihe einfach mal so verkackt hat. Advanced Warfighter hieß es, glaube ich, damals. War noch ganz gut. Es war schweineschwer gewesen. Es gab Koop-Missionen, die man mit einem Kumpel zusammen machen konnte. Die hatten es echt in sich. Also die waren wirklich nicht ohne gewesen. Aber das jetzt hier, ist das? Elektronikteile will ich nicht. Hier haben wir eine Mission. Was ist das hier? Satellitenverbindung. Oh, das machen wir. Und das war dann auch in Ordnung. Ja. Das hat echt Laune gemacht. Ich weiß noch, mit meinem Kumpel damals bei Advanced Warfighter beim ersten Teil dann extremst lange an manchen Missionen gesessen und die dann versucht, und es war so heftig. Dann hat man, ich weiß noch, bei der einen Mission, da dachten wir, wir hätten es geschafft. Und so, ja, cool, wir haben es wirklich fast geschafft. Und man hatte ja immer nur ein Leben. Und dann auf einmal hat dann doch noch irgendjemand erwischt, weil man einen Gegner übersehen hatte. Und das war echt krass. Also man musste da wirklich ganz genau taktieren, musste auch überlegen, welche Ausrüstung nehmen wir mit. Und wie setze ich meine ganzen Sachen ein? Man muss dann wirklich auch als Team arbeiten. Alleine hattest du null Chance. Nicht mal ansatzweise. Du musstest dich wirklich darauf verlassen können, dass dein Teamkamerad sich mit dir unterhält. Deshalb hatte ich das auch wirklich nur mit meinem guten Kumpel gezockt damals. Und das war mega geil. War beim zweiten Teil auch so. Diese Missionen, die waren richtig krass gewesen. Multiplayer war auch eher taktisch angesetzt. Nicht so viel Action. Ja, musstest auch gutes Teamplay beweisen. Weil man immer in kleinen Teams mit dem einen Modus gegeneinander gekämpft hat. Das war echt ganz cool. Und ja, was soll ich sagen? Das hier jetzt, definitiv kein Ghost Recon. Ach, leck mich. Das ist so wie das hier. Ich renne durch die Gegend und ballere. Und ja, ich habe viele Stimmen gehört, die jetzt gesagt haben, yeah, geil, cool. Ja, mag sein, dass das einige gut finden. Ist sicher verständlich, auch vielleicht. Für mich allerdings, wie gesagt, nicht. Also, ich wollte eigentlich ein Ghost Recon haben und nicht noch ein weiteres Sea Division mit anderem Setting. Aber das ist ja momentan der Trend, ne? Man hat das ja gesehen bei zum Beispiel Rainbow Six, das vielleicht vom Multiplayer her taktisch ist, aber gar keine taktische Komponente mehr, so wie früher. Ja, also jetzt ist es rein Multiplayer und keine Story, kein Spezialeinheiten-Feeling mehr. Das geht halt alles verloren. Also muss sagen, diese Tom Clancy-Reihen, die früher für Taktik und Realismus bekannt waren und von wegen richtig, richtig schwer, sind jetzt eigentlich nur noch durchschnittliche Massenware geworden, wie eigentlich so ziemlich alles im Laufe der Zeit bei Ubisoft. Was, wie ich finde, ja, echt, echt ätzend ist. Ach Mist, ich hab das Falsche drin. Ich hab mindestens die Luftzugläufe kalt gemacht. Und noch einige Leute
So. Hier in Deckung gehen. So. Gucken, wo die alle sind. Ich sehe ja keinen. Er ballert hier fleißig. So. Du brauchst keine Erlaubnis zum Töten. Ja, von mir aber schon. So. Oh, jeder mit seinen scheiß Granaten. Muss er platt machen. So. Da oben ist er. Komm, zeig dich, du hässlicher Sniper. Schnell nachladen, komm schon. Lass nicht so lange warten, Mensch. Irgendwo hier ist da noch einer, oder? Ne, anscheinend haben wir alle. Okay. Da bin ich auch mal ganz dankbar für. Ja, aber das ist halt schade, ne? Während früher halt ist wirklich so, Tom Clancy, die Spiele waren nicht für jeden was. Weil halt nicht jeder auf diesen Realismus stand und diesen wirklich sehr happigen Schwierigkeitsgrad. Ja, hat man das jetzt halt total verkommen lassen. Das finde ich schade, dass man dann nicht sagt, okay, hey, wir machen halt nicht Spiele für jeden, sondern wir machen halt Spiele für eine bestimmte Gruppe, für Leute, die so eine Herausforderung mögen, lieben. Aber das will man heutzutage wirklich gar nicht mehr. Man möchte einfach nur noch ein bestimmtes Standardkonzept, wo man weiß, das verkauft sich, das kaufen die Leute und das war's. Und das ist ätzend. Echt, es ist ätzend. Ich habe das gerade die Tage mit einem Kumpel besprochen, nachdem die E3 so fertig war mit den Pressekonferenzen, dass es an sich ein paar gute Spiele gab, die gezeigt wurden, wo man gesagt hat, hey, cool, ja, das würde ich mir holen, das würde ich mir auch holen. Aber so wie früher, diese richtigen so, wow, was cool, sowas geht, wie geil ist das denn? Damit hätte ich ja nie gerechnet, dass sowas möglich ist. Das haben die sich ausgedacht, coole Sache, Mann. Solche Momente, solche wirklich wow-Effekte haben komplett gefehlt. Ich war bei vielen Sachen auch echt begeistert, aber es hat einen nichts wirklich vom Hocker gerissen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht einfach schon alles gesehen hat und es daher dann nicht mehr möglich ist, einen noch irgendwie diesen Effekt hervorzulocken. Aber ich bin der Meinung, dass sowas trotzdem möglich sein sollte und ja, nervig, definitiv nervig. Also ich hätte schon gerne, dass man da wieder irgendwie ein cooles Gefühl bei hat. Bei irgendwelchen Spielen, wenn man sie dann hat, dass man sich denkt, wow, was krass. Ja, also wie damals bei Halo Wars, beim ersten Teil. Ne? Jetzt klar, zweiter Teil, sah gut aus, klar. Aber ja, so viel anders als der erste Teil sah es jetzt auch nicht aus. Und was man so gesagt hat, ja, mega coole Waffeneffekte und so weiter und so fort. Oder Effekte habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass es so extremst anders war. Ne? Also mag vielleicht auch an der Livestream-Qualität gelegen haben. Das möchte ich da nochmal so ein bisschen unterstellen. Aber das sieht man ja dann, wenn es rauskommt. So, ist ein Telefonchat anscheinend. Ich hole keinen Scheiß, Leo. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Okay. Ist das alles? Ist das alles im funktionierenden Zustand? Jetzt will mich nicht mehr rein. Ist das da oben oder was? Vielleicht, niemand weiß das so genau. Da scheint die Kohle nicht wert zu sein. Wir müssen gucken, dass wir die irgendwie platt machen. Ey, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Zahl einfach. Links war doch auch einer, ne? Das ist zum Beispiel, warum kann ich jetzt nicht hin, den leise platt machen, um dann halt den nächsten zu eliminieren und mir einen Vorteil zu verschaffen? Nein, es ist ja wirklich darauf ausgelegt, ich muss laut sein, weil dieser Schalldämpfer ist vollkommen egal. Also wie ich auf den anfange zu ballern, und selbst wenn ich ihn sofort platt mache, wissen alle anderen auch gleich Bescheid. Das heißt, ein Schalldämpfer ist eigentlich für den Arsch. Ja, wir können das mal kurz zeigen, ne? Pass auf. Wo auch immer der ist, da ist er. Wenn ich den jetzt platt mache, hier, Headshot. Ne, alle wissen sofort Bescheid, wo ich bin. Ne, also ich habe einen Schalter benutzt, die hätten mich eigentlich gar nicht sehen können. Aber jetzt wissen sie es, jetzt behaken sie sich natürlich erstmal selbst.